Hallo, wir sind in Kiel, unsere schöne Landeshauptstadt, in der gerade die Kieler Woche stattfindet. Und im Zuge der Kieler Woche findet auch die Villa Ballon Sale statt, die 17., soweit ich weiß. Und da habe ich euch jetzt mal mitgenommen. Ich hoffe, dass ich ein paar Ballons beim Starten fotografieren kann, beziehungsweise aufnehmen kann. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das hier so eine Volksfeststimmung ist. Aber ich hoffe, das geht klar. Einmal im Kreis drehen. Ich weiß auch noch nicht genau, wo die Ballons starten. Aber das werden wir gleich schon sehen. Wir gehen mal rüber, gucken mal, was es hier so gibt. Und dann hoffe ich, dass es mit den Ballons auch gleich losgeht und wir ein paar schöne Bilder machen können. Hier hinter mir wird das alles gleich starten, also die Ballons werden starten und ich hoffe, dass ich euch gleich ein paar spektakuläre Bilder kredenzen kann. Mal gucken, was draus wird. Soweit ich das als Ballonlaie hier beobachten kann, glaube ich, dass hier gerade die letzten Vorbereitungen laufen, um die ersten Ballons in die Luft zu lassen. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen genauer was einfangen kann. Drehe mich mal ein Stück, ob man das sieht hinter mir, da der gelbe. Zwischendurch werden hier immer mal wieder schon diese Gasbrenner gezündet. Wahrscheinlich um zu prüfen, ob die auch wirklich einwandfrei funktionieren. Und dann denke ich mal, dass es hier gleich losgeht. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ziemlich cool bisher. Hab schon ein bisschen was gesehen, was jetzt auch ohne Kamera so war und so. Hinter mir wird gerade der Warsteiner Ballon in Stellung gebracht. Ich nehme mal an, dass die den gleich, ja, wie nennt man das, aufpusten?
also 8 Personen. Ja, und das ist also. Und da sehen wir gerade den. Und da ist der Wellenreiter in Bahnverlust. Ich einmal mit dem Gasballon. Das ist derjenige, der mit dem Gasballon den Weltrekord gefahren hat. Er ist Weltmeister. So, hinter mir könnt ihr jetzt die ganzen Ballone sehen, die wir jetzt beim Starten beobachtet haben. Wenn ihr ganz doll aufgepasst habt, dann seht ihr auch, dass da noch viel, viel mehr sind. Da sind allerdings Ballone bei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ja, auf die Entfernung jetzt wohl nicht. Ganz hinten ist der Villa-Ballon. Hier kommt gerade noch ein Ballon in Form eines Schraubenziehers. Ich weiß jetzt nicht genau, von wem der ist. Das sind halt Werbeballons. Und die möchten natürlich ganz gerne, dass diese Ballons über die Kieler Hörn fliegen, damit man die auch entsprechend sehen kann. Und die starten deswegen, glaube ich, von einem Parkplatz auf einer Werft. Da kommt man so nicht hin. Das kann man sich, glaube ich, so nicht angucken. Habe ich ehrlich gesagt jetzt aber auch nicht probiert. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Wenn jemand das besser weiß, kann er gerne drunter schreiben. Für mich war es das jetzt. Ich entlasse euch jetzt noch mit ein paar Bildern, wie diese Ballons jetzt davonziehen. Und dann ist für mich jetzt hier auch Feierabend. Die sind jetzt unterwegs. Ich baue jetzt hier wieder ab. Ich gucke mal, dass ich euch da ein kleines Video draus zusammenschneiden kann. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir einen Daumen nach oben da, würde mich super freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.